Let's play RimWorld. Wir sind zurück in der Alpha 14. Ich habe rausgefunden, wie man das umstellen kann. Ich hatte doch im Stream letztens mal mit der neuen Version angefangen. Und wir wissen ja gar nicht, wie diese Kolonie hier zu Ende geht. Und ja, normalerweise ist das nicht meine Art, aber eigentlich, finde ich, haben wir und haben unsere Bewohner hier es verdient, dass wir gucken, wie es hier mit dieser Kolonie weitergeht. Immerhin sind hier auch schon ganz schön viele Gräber. Deswegen seht's mir nach, ihr kennt das ja schon, wenn ich total viel verpeile, weil ich wieder nicht mehr weiß, was Phase ist. Ja, auch über Michi, ich weiß, ich sag das oft, aber in diesem Fall ist es jetzt wirklich so. So, wir müssen mal kurz gucken. Wir haben hier schon das Thermalkraftwerk. Ne, das ist nur der Entwurf. Wir lassen das einfach erstmal ein bisschen laufen und gucken mal, was abgeht. Erlaube Interaktion. Achso, das könnte sein, weil ich das, ja, okay. Ich brauch, gibt jetzt hier diese Hilfe noch nicht und irgendwie spackt der dann rum. Wir gucken mal kurz, wer hier was macht. Jones schläft. Geht's ihm denn gut? Oh ja, der ist hart gepatcht. Der hat immer noch eine leichte Pest. Olga schläft. Stumpfi hat eine Prellung und eine Kratznarbe. Das geht ja alles noch klar. So. Draußen sind minus 15 Grad. Was ist denn hier los? Super kalt. Hier drin. 12, 21. Okay, ich habe überall Heizungen gebaut. Die habe ich ausgestellt, oder? Ja. Jones kann wieder laufen. Dann geht er jetzt pennen. Das hier ist unser Lagerraum. Der Hightech-Labortisch. Was ist mit dem? Haben wir nicht genug Strom oder was ist momentan das Problem? Was wollte ich denn hier bauen? Ey, wie bin ich denn schon wieder drauf? Was ist der Plan? Ach, Stumpfi ist der, der das rohe Zeug frisst. So, ja. Auf jeden Fall wird es übrigens heute Abend auch einen Stream geben. Falls euch danach der Sinn steht. Ich weiß noch nicht, ob ich RimWorld spiele oder so. Mal gucken. Wahrscheinlich aber dann auf YouTube. So, das ist... Uns fehlte hier total der Strom. Warum ist das so? Oh, blockiert durch da... Ah. Ach so. Das ist natürlich nicht so gut. Die kann gar nicht mehr arbeiten, oder was? Weil ich so ein Döspaddel bin. Ja, geht aber nicht anders. Dann müssen wir das Ding abreißen. Oh, Jones ist wieder fit, okay? Wer ist denn hier unser Constructor? Uns ist ja auch eine... Erika ist uns weggestorben, ne? Wen hatten wir denn hier noch? Haben wir? Egal, eine Waffe. Erlaube Interaktion. Kolonist braucht was, um was zu lagern, okay? Aber weil jetzt hier gerade... Ah, da unten, das ist Überfall. Oh. Oh. Er heißt Muffalo, Kuro, Affen und Riesling. Was sind das denn für Namen? Unangenehm. Ich bin übrigens jetzt wieder hier drauf gekommen, weil Emil das jetzt auch spielt. Und dem sind so coole Sachen passiert. Oh, hier liegt ja noch... Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, da müssen wir jetzt mal erstmal gucken. So, wer war denn hier wie drauf? Fernkampf 7. Hat der eine Waffe? Warum hat der keine Waffe? Brain verweigert die Kämpfen? Oh shit, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. Schrotflinte, Pilawurfspeere. Okay, dann... Brain holt sich umgehend die Schrotflinte. Stumpfi. Ja, wir hatten doch die. Ach, wir hatten ja die Biberkrise. Er hat das Präzisionsgewehr. Sehr gut. Der geht hier hin. Oder kann er die von da erreichen? Oder hier hin. Da ist auch eine gute Deckung. Da geht er hin. So, Olga. Ja, Olga ist das Nahkampfmonster. Okay. Olga geht hier hin. Und Jones. Jones ist auch Fernkämpfer. Hat aber momentan auch keine Waffe. Scheit. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch das Überlebensgewehr. Hier liegen noch ganz viele Pistolen. Aber ich glaube, wir gucken erstmal, wie gut ist denn das Überlebensgewehr. Überlebensgewehr. Schaden, 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 Schaden. 18. Wenn danach... Ja, das ist doch besser als die Pistole, oder? Ne, nicht die Holzwand. Pistole schäbig. Schaden 9, ne, okay. Dann kriegt Jones jetzt umgehend das Überlebensgewehr.
Du kannst einem Zahntier. Ach so, ja, das weiß ich doch. Warum kommen denn hier diese scheiß Dingsies jetzt noch? Okay, dann müssen wir das jetzt mal kurz alles laufen lassen, dass die sich bewaffnen. Ja, husch! Okay, wir gucken jetzt erstmal. Okay, Brain, ab in den Kampfmodus. Mal hier, dann kannst du die von der Seite behaken. Oh, shit, den. Nee, geh mal darum, Brain. Jones hat das noch nicht. Okay, wir müssen jetzt hier sehr taktisch vorgehen. Das ist ja genau meine Art. Okay, Stumpfi fängt jetzt an zu ballern. Sagen, Olga überfällt den direkt. Passt nämlich ganz gut. Brain. Packt sich den von hier. Ist Jones. Jones ist bewaffnet. Auch in den Kampfmodus und hier auch. Der geht dann hier hin. Ach, die haben. Ist das ein Hund? Nee. Was ist denn für ein Typ? Jones, geh mal lieber hier hin. Dann wird jetzt hier hart abgeballert. Perfekt. So, wo. Die beiden mülmen sich hier unten. Oh nein! Er hat direkt Olga niedergeschlagen. Wie hat er das denn gemacht? Mit dem langen Bogen. Oh, er hat die in die Lunge geschossen. Eieieiei. Und dann hat er ihr den rechten und den rechten Fuß und rechte Hand geprellt. Okay. Da war wohl ein bisschen besser. Hey, Jones. Die beschießen nicht treffbar. Ihr Brain rettet Olga. Ein Stumpfi. Wieso können die den nicht fangen? Das weiß ich nicht mehr. Okay, ihr seht mal zu, dass ihr euch den noch packt. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Vielleicht ist der zu langsam. Ob ihr jetzt mal einen gescheiten Weg laufen würdet? Kannst du jetzt auf den schießen? Okay. Gucken wir, ob die treffen. Das ist halt mega weit weg. Oh, shit. Ja, den haben wir ganz gut überstanden, den Überfall. Da hatte ich eigentlich schon ein bisschen Sorge. Okay, gut. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Hat Brain sie ins Bett gebracht? Ja, Brain hat sie ins Bett gebracht. Kampfmodus auch beendet. So, wer war denn hier in diesem Spiel unser Arzt? Reno? Medizin 12. Stumpfi auch. Ah, dann kann Brain das eigentlich auch direkt machen. So. Arme Olga. Die Frage ist, wer ist unser Konstrukteur? Wer kann uns hier dieses Ding zu Ende bauen? Ah, okay, sie kann das. Moment, dann macht... Okay, Olga wird bereits benutzt. Wir brauchen auch dringend, wir brauchen Leute, wir brauchen neue Leute. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Schwierigkeit der Anwerbung 99% und Komodo-Varane, Schwierigkeit der Anwerbung 99%. Sehr gut. Das ist ja prima. Oh, die sind tot. Koro, der Gatherer, ist tot und Muffalo, der Loner, ist auch tot. Okay. Der muss noch ausgezogen werden, der muss noch ausgezogen werden. Und dann brauchen wir diverses. Wir brauchen dringend Gräber. Das muss hier wieder eingesammelt werden. Boah, wir haben hier so viel Zeug rumliegen. Die Zeit, dass mal ein Händler kommt. So, lecker Pemmikan dabei, ne? Das Eichhörnchen lebt noch übrigens, das ist wichtig. Irgendwem war das immer wichtig. Sorry, ich bin total schlecht ja immer mit euren Namen. Okay, Jones. Jones ist kein Arzt? Warum habe ich ihm das denn verboten? Ach, Jones macht das nicht. Es soll ja auch gar nicht Jones. Brain soll das gleich machen.
So, dann muss ich muss auch dringend mal geputzt werden. Jones verweigert bestimmt ganz viele Arten Arbeit, ne? Einfache Arbeit, fürsorglich kochen. Ja, wow. Okay. Was kann der denn noch? Sorry, ich hatte ja diese andere Runde gespielt, deswegen muss ich mal gucken. Konstruktion 5. Ich soll erstmal pennen. Und warten wir mal, bis das hier alles geheilt ist. Niere Lagerplatz. Okay. Eine Maus ist auch ein bisschen kaputt. Also die will denn jetzt füttern. Okay, ach, Stumpfi hat gar keine schwere Verletzung. Oh, animalisch müsste auch nur behandelt werden, scheinbar. Olga wird jetzt mit rohem Fleisch gefüttert. Easy, easy. Ja, übrigens cool. Emil und ich haben uns noch überlegt, also beziehungsweise ich bin so halb auf die Idee gekommen und Emil teilt die Gutität dieser Meinung, dieser Idee. Teilt die Gutität dieser Meinung. Was rede ich denn für einen Unsinn? Es gibt Spiele, in denen passiert so abgefahrener, geiler Scheiß, dass ich mir gedacht habe, dazu müsste man eigentlich mal ein Format machen. Und das hatte ich jetzt demnächst mal überlegt, sowas mal zu machen. Das Strom aus, obwohl das können wir auch einfach abreißen. Dass ich einfach ein Format macht, wo man einfach erzählt, was man in Spielen erlebt hat. Finde ich von der Idee her total geil. Weil, wie ich das euch schon erzählt habe, in diesen Spielen passieren Sachen. Also gerade hier in RimWorld, ne, was wir hier schon erlebt haben für einen Kram. Achso, die will jetzt Olga noch mehr füttern. Nee, bitte. Wir müssen erstmal fertig werden. Jetzt läufst du da oben rum, um das klar zu machen. Okay. Sorry, ich muss jetzt hier Brian mal ein bisschen aktiv steuern. Jones. War der ohnmächtig? Nee, der hat noch sein Gewehr. Läuft die da rum? Okay, das liegt im Weg. Ein verrücktes Tier. Haben wir einen verrückten Waschbären? Jones! Kümmern Sie sich um diesen Waschbären. Sonst kannst du doch auch nicht so viel. So, hier muss der Lagerraum erstmal fertig werden. Ich will hier gerade mal die Prioritäten klar kriegen. So, und dann. Kannst du jetzt mal hier da noch die. Moment, soll das überhaupt so sein? Ja, ne? Wie wollte ich das denn bauen eigentlich? Ich hab doch da den scheiß Generator hingestellt. Und läuft der? Ja, der hat noch Kraftstoff. Wie wollte ich das denn bauen? Ich wollte dieses Zimmer vergrößern. Aber wie hatte ich mir das denn vorgestellt? Ist das noch einer? Egal, ich habe das so geplant, dann ist das bestimmt gut. Sehr gut, Konstruktion fehlgeschlagen. So, und jetzt baust du als nächstes. Ein Weg? Wie kein Weg? Ja, kein Weg. Wird eingebaut? Moment. Wird bereits gebaut? Moment, wenn wir das Ding hier wegmachen. Ist da kein Weg, das raff ich nicht. Muss da, weil da der Strom ist, oder was? Kann man das Zimmer nicht größer machen? Ja, das hier lassen wir weg. Und du baust jetzt bitte umgehend diesen Generator. Hätte ich hier oben einfach mal die Wand aufgelassen, wäre das schlauer gewesen. Oh, Stumpfi. Nee, nicht Stumpfi. Jones rastet aus. Nur der trifft nicht. Nein, er hat ihn noch nicht getroffen. Oh, Jones. Oh, Jones. Jones. Das ist nicht so gut. Jones, könntest du... Könntest du diesen Waschbären jetzt Dinge antun, bitte? So, jetzt hat er. Er hat ihm das linke Ohr abgeschlagen. Oh. Warum nur? Okay. Olga, du rettest Jones. Ich hoffe, dir geht's besser. Stumpfi kümmert sich um den Waschbären.
Brain muss Metall holen, so ein Scheiß. Aber wir brauchen diesen Generator, ne? Dankeschön. Den Waschbären hat es erledigt. Das ist sehr gut. Die Gefangenen hier, ey, das ist auch echt so ein Problem. Die werden wir ja nie kriegen, ne? 99%. Westliche Umgebung wurde beleidigt. Erlern die Zeitkontrolle. Ich weiß tatsächlich, wie die Zeitkontrolle funktioniert. So, jetzt bin ich aber hier auch erstmal wieder drin. Wir müssen auch dringend... Nee, Stumpfi, du baust jetzt keinen Stahl ab. Du machst dir erstmal Gräber klar. Und zwar eine ganze Menge, weil sonst sind alle Leute traurig. Weiß ich doch. Was war denn hier eigentlich noch geplant? Ein Arbeitsraum? Oh, da fehlt ja noch total viel und die muss jedes Mal total weit laufen. Oh, hier drin ist es. Oh, sie ist jetzt auch richtig sauer. Sehr hungrig. Ach so, Moment, dann. Dann ist erstmal was. Ja. Bevor die noch ausrastet. Die das doch nicht automatisch machen hier. Ihre Leute beerdigen. Also unsere Leute. Wir müssen auch mal mehr Tiere zähmen. Also wir müssen erstmal hier, wir müssen erstmal wieder Grund reinkriegen. Wir müssen erstmal zusehen, dass das hier halbwegs funktioniert. Dann würde ich gerne das alles versorgt. Okay. Brain muss erstmal essen. Dann muss sie Jones versorgen. Stopp, Stumpfi. Du machst uns erst hier die Gräber fertig. Das ist voll gut. Ihr Brain möchte jetzt schlafen, aber sie soll doch erst Jones behandeln. Sorry. Ich hoffe, sie rastet nicht aus. Ich entschuldige mich immer bei den Charakteren. Sorry. Furchtbare Laune. Wer hat noch furchtbare Laune? Olga. Oh, die ist tot. Ach ja, die haben wir umgebracht. Ach ja. Ja, genau. Da habe ich ja erfahren, man soll die erst, man soll die Leute erst gefangen nehmen, dass das besser ist, ne? Hier draußen sind minus 1 Grad. Ich bin sehr gespannt, ob das das wird. Wie sieht es mit Essen aus? Essen haben wir noch. Okay, wissen wir. Wie kann ich das hier wegkriegen? Gar nicht, oder was? Das hier ist ja die ältere Version, falls ihr mal das Problem haben solltet. Das ist jetzt Alpha 15. Das letzte Savegame hier war in der Alpha 14. Und, was machst du jetzt? Ach, Brain füttert ihn jetzt auch noch. Oh, die ist ja mega nett. Und dann sagt er hier, das gibt Ärger. Und, Stumpfi? Ach, Stumpfi baut Stahl ab. Dass so weit weg ist. Dauert ja auch noch 1000 lange. Okay. Ach, Olga kümmert sich um die Leichen. Olga räumt auf. Schönes Kinderbuch. Olga räumt auf. Ja, auf jeden Fall kann man das im Menü unter Betas, wenn ihr bei Steam auf Eigenschaften geht, könnt ihr unter Betas das Spiel dann wieder auf die Beta 14, also auf die Alpha 14, das ist totaler Quatsch. Betas ist ja, wenn man sich für ein Beta-Programm anmelden will, das Menü heißt nur so. Da kann man das umstellen, auf die Version vorher quasi. Okay, so, ist Jones jetzt richtig scheiße drauf oder ist aber alles versorgt? Er hat übrigens immer noch schwere Pest. Jones hat schwere Pest. Diese Geschichten, die hier passieren, das müsst ihr euch mal reintun. Also hier jetzt gerade geht's ja sogar. Was war das hier? War das mal... War doch mal ein Zimmer eigentlich, ne? Bringt Komodo-Warane zu Pemmikan. Hä? Füttert er jetzt deine Leiche rein? Ich glaube, müsste andersrum sein. Er bringt Pemmikan zu Komodo-Warane. Ja, es müssen bald mal Händler hier auftauchen. Dann verkaufen wir die einfach. Ah! Lol. Alter, was die für geilen Kram dabei haben. Wir verkaufen die einfach jetzt. Geil. Also, ist natürlich nicht... So habe ich das nicht gemeint. Sobald die da sind, geht Brain mit denen schnacken. Und dann verkaufen wir denen die Leute.
haben uns bisher nämlich echt nur Ärger gebracht. Cool, Leute, es macht wieder richtig Spaß und ich will das hier einfach abschließen, ne? Dass wir gucken. Das steht, glaube ich, der Spielstand, Moment, steht auf schwer, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auf einen Tag. Spielstandverzeichnis, adaptives Tutorial brauchen wir nämlich nicht mehr, danke. Oh, pausieren nach dem Laden hätte ich auch gerne. Nicht Entwicklermodus, Winski, Schneider, Braun und Pult, das habe ich mal eingestellt, ich hab vergessen. Ah, es steht auf Rau und Cassandra Classic. Also das ist schon nicht schlecht. Rau ist schon tough. Ich weiß deswegen nicht, wie lange das hier noch geht. In der nächsten Folge, liebe Kinder, gucken wir uns aber an, wie das hier weitergeht. Und wie wir werden zu Sklavenhändlern. Es tut mir ein bisschen leid. Und in diesem Sinne, bis gleich. Ne?